Moin und willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Und wir sitzen hier immer noch im Kerker. Und das mag für euch jetzt ein bisschen langweilig zum Zusehen sein, weil man hier nicht viel machen kann. Man muss einfach eine bestimmte Zeit warten, bis was passiert. Aber seid beruhigt. Für denjenigen, der das Spiel spielt, ist das genauso langweilig wie für den, der hier zusieht. Aber früher oder später wird was passieren. Die Tür ist natürlich verschlossen. Und wir haben keine Wahl, außer hier rumzubellen oder rumzustehen. So ist das halt im Kerker. Man hat da nicht viel zu tun. Ein Soldat wispert durch ein Loch in der Zellendecke. Hey Rotznase, hier hast du etwas zu essen. Hehehe. Und wir bekommen... ja, ranzig und verschimmeltes Brot. Ist doch super. Und sogar die Kochkünste von unserer Oma vermissen wir. Die gute Schneckenpastete. Ein langer Tag geht vorüber. Wie muss es erst den Gefangenen gehen, die schon seit Ewigkeiten hier sind? Ich muss einen Fluchtweg finden, aber mir fallen die Augen zu. Eine bekannte Stimme kommt aus der Flöte. Well, hier ist dein Vater. Vater? Du bist groß geworden, seitdem ich dich zuletzt gesehen habe. Schmeckt Oma Lolas Pastete noch immer so gut? Sicher, Vater. Wo bist du? Dafür ist es noch zu früh. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Hör zu. Was kann ich für dich tun, Vater? Nur du kannst mich retten. Auch ich war eins in dieser Zelle. Schau auf die Wand links. Und es erscheint eine Kugel. Die können wir mit der Flöte zu uns ziehen. Was ist das? Hast du etwas von Großvater Bill gehört? Großvater? Er war ein Architekt. Dein Großvater kennt das Geheimnis dieses Steines. Geheimnis? Von nun an erwartet dich das Unfassbare. Was meinst du? Nimm den Stein an dich. In ihm ist die dunkle Kraft des Kometen enthalten. Mache dir diese Kraft zum Verbündeten. Du musst die Ruinen der Welt aufsuchen. Dort findest du die mystischen Statuen. Je näher du dem Kristall kommst, desto größer wird die Macht des Bösen sein. Will, ich muss gehen. Du musst dich beeilen. Suche die Inka-Ruinen auf. Die Stimme aus der Flöte wird leiser und verklingt. Ja, wir haben also eine Mission. Wir sollen Statuen sammeln. Und irgendwas Grundstrom? Es ist unser Mittagessen. Besser als ranziges Brot. Ist das nicht Karas Ferkel? Na sowas, an seinem Schwanz ist ein Brief festgebunden. Im Brief steht: Ich habe erfahren, dass sie dich eingesperrt haben. Ich kann nicht fassen, was mein Vater tut. Höre, was ich dir zu sagen habe. Auch ich bin gefangen, in einem Käfig aus Gold. Aber heute Nacht werde ich das Schloss für immer verlassen. Auch du wirst frei sein, Kara. Und wir bekommen den Schlüssel. Und damit können wir jetzt auch noch hier die Zelle öffnen. Sobald wir weiterspielen können. Und dafür gehen wir ins Menü. Hier sehen wir, hier haben wir noch ein paar rote Juwelen liegen. Lolas Melodie. Und mit dem Schlüssel können wir hier die Zellentür aufmachen. Hier links können wir die Zellentür auch aufmachen, aber wenn wir mit dem Typen reden, sagt er nur, lass mich in Ruhe, ich wäre hier auch allein rausgekommen. Naja. Und jetzt betreten wir mal so ein Portal. Hier treffen wir Gaia und hier können wir auch speichern. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Ich bin dein Helfer und Beschützer. Nur wenige Auserwählte können dieses Portal betreten. Suche es auf, wann immer du es siehst. Im Portal kannst du das bisherige Geschehen speichern. Tu dies, bevor du weiterziehst. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Erhöre meine Ratschläge. Sind alle Gegner in einem Gebiet besiegt, erhältst du ein Juwel, das deine Fähigkeiten verbessert. Drücke den Startknopf, um die Position deiner Gegner ausfindig zu machen. Finde die Dämonen und vernichte sie alle. Bisheriges Geschehen speichern. Jo, kann ich schaden. Und wir
machen auch weiter mit dem Spiel. Ja, wie ihr schon seht, ich möchte hier mit diesen grundlegenden Sachen nicht zu viel Zeit verbringen, denn wir wollen jetzt vielleicht auch mal ein bisschen sehen, wie man in diesem Spiel kämpft. Und mit dem Waffenknopf sieht man hier schon, kann man angreifen, wenn man noch in eine Richtung drückt und drückt, dann macht er auch manchmal so einen Sprungangriff. Das macht er aber, glaube ich, nur... Ja, ich glaube, er macht es nur bei der zweiten Attacke oder so. Ich kann mich da jetzt aber auch irren. Kommt da ein bisschen aufs Timing an. Aber hier kann man auch ganz gut mal mit einfach nur auf den Knöpfen rumhauen und irgendwas passiert. Und nachdem wir alle Gegner besiegt haben, haben wir gerade ein Lebensjuwel bekommen. Dadurch hat sich unsere Lebensenergie um so eine kleine Kugel erhöht. Und auch hier können wieder zwei Zeilen mit Energie vollgemacht werden. Und diese Juwelen gibt es in einem Raum nur einmalig. Das heißt, in jedem Raum muss man alle Gegner besiegen, um alle Power-Ups zu bekommen. Man kann das jetzt nicht nachholen, wenn man es in einem Raum verpasst hat. Und deshalb werden wir auch ziemlich gründlich hier in jedem Raum erstmal alle Gegner vernichten. Was man vielleicht noch sagen kann, mit der Flöte kann man auch noch Geschosse und so abwehren. Dafür müsste man natürlich in die richtige Richtung gucken. Hier kann ich das, euch das einmal zeigen. Hier kommt dieser Wurm aus dem Wasser, schießt auf mich und ich habe es abgewehrt. Aber ich werde wahrscheinlich relativ wenig abwehren, auch wenn es in vielen Situationen besser ist. Ich bin es einfach gewohnt, ohne Abwehren zu spielen. Dafür werde ich häufiger diese Sprungattacke halt nutzen, weil während man diese Sprungattacke ausführt, ist man auch für kurze Zeit unverwundbar. Das heißt, Geschosse und so weiter fliegen durch einen durch. Und ja, das ist relativ praktisch, gerade wenn man von mehreren Seiten irgendwie geschossen wird. Dann kann man einen bearbeiten und hat doch noch recht viel Zeit, in der man unverwundbar ist. Und die Attacke macht natürlich noch ein bisschen mehr Schaden. Jetzt sieht man auch schon, diese Psychokräfte, die wir haben, werden hier oft benutzt, um Rätsel zu lösen. Und irgendein blödes Viech fliegt mir hier in den Weg und springt vor mein Schwert und beschwert sich dann, dass wir es nicht schlagen sollen. Ja, dann, wie schon gesagt, springen wir nicht vors Schwert. Es verfolgt mich. Ach ja, und das Schwert, was wir im vorigen Raum erhalten haben, erhöht natürlich die Angriffskraft. Und man sieht es auch mit unseren Standardattacken, machen wir jetzt einen Schadenspunkt mehr, wenn wir zuschlagen. Und hier hat man vielleicht ganz kurz gesehen, dass die Sprungattacke auch vor Angriffen schützt. Allerdings, sobald man aus der Animation draußen ist, nimmt man natürlich den Schaden, wenn man diese Gegenstände oder Attacken berührt, die ausgeführt werden. Wenn man in den Gegner reinläuft, nimmt man natürlich auch Schaden. Das hier ist ein Schalter, da passieren unterschiedliche Dinge. Hier werden zum Beispiel diese Stachelkugeln verschoben. So viel zu erklären. Und natürlich gibt es einige Gegner, die solche Barrieren aufheben, wenn man sie besiegt. Aber... hier fehlt uns, glaube ich, noch irgendwas, denn wir haben ja kein Juwel bekommen. Genau, hier ist noch einer. Und unsere Abwehrkraft wird erhöht. Das heißt, wir können jetzt mehr einstecken. Und weiter geht's im Dungeon. Ja, vielleicht sollte ich doch ein bisschen vorsichtiger spielen und hier das Abwehren angewöhnen. So viel Energie haben wir nicht mehr. Und es ist auch relativ schwer, hier an Energie ranzukommen. Zum einen kann man sich die Energie in den Portalen auffüllen. Dafür muss aber erstmal ein Portal in der Nähe sein. Dann gibt es noch einige Gegner, die solche Dinger fallen lassen, die allerdings 5 HP auffüllen.
Oder man muss halt Heilkräuter nehmen. Davon haben wir ja schon eins in der Truhe gefunden. Aber die Heilkräuter sind auch limitiert. Man findet sie nur in Truhen, man kann sie nicht kaufen oder so. Und das heißt, wir werden damit sparsam umgehen müssen. Es lohnt sich eigentlich nur, die bei den Bossen einzusetzen. Zumindest meiner Meinung nach. Da man, sobald man 100 dieser Kügelchen gesammelt hat, die Anzeige sieht man oben in der Mitte, bekommt man ein Leben. Und wenn man ein Leben erhält, dann kommt man, nachdem man stirbt, direkt am Anfang des Abschnittes raus, in dem man gestorben ist. Und wir finden noch ein rotes Juwel. Die Seele hier erzählt nicht wirklich was Interessantes. Nur, dass hier viele Leute gestorben sind oder so. Und hier kommen wir zu einem etwas stärkeren Standardgegner. Man kann ihn fast einen Zwischenboss nennen, aber man sieht, er ist nicht so schwer. Und unsere Lebensenergie wird nochmal aufgefüllt. Und wenn unsere Lebensenergie erhöht wird, dann wird auch der Balken nochmal aufgefüllt. Auch sehr praktisch. Und hier ist jetzt eine Blume. Und wir sollen eine Melodie spielen. Da wir nur Lulas Melodie haben, wird das wohl damit klappen. Also ab ins Menü, Ausrüstung, Lulas Melodie und dann spielen wir die Musik. Und wir spielen immer noch. Du hörst von irgendwoher eine seltsame Stimme. Begib dich zum Schalter auf der rechten Seite. Die Pforte wird sich erst öffnen, wenn dieser Schalter umgelegt wird. Drück den Schalter, wenn ich rufe. Ich zähle bis drei, mache keinen Fehler. Ja, so düster klang die Stimme nicht, aber ihr werdet gleich noch sehen, warum ich sie so gesprochen habe. Hui. Das war doch drei. Na dann nochmal. Ja, dieses Rätsel macht Spaß. Okay, jetzt habe ich zu lange gewartet. Aber jetzt. Ach, was soll's. Ihr schaut euch das wahrscheinlich gerne an. Jetzt hat's geklappt. Und jetzt kommen wir hier auch weiter. Und hier werde ich euch gleich ein paar neue Sachen zeigen können. Aber dafür müssen wir uns doch kurz durch ein paar Gegner durchkämpfen. Und die Leute können auch alle gar nicht ziehen. Hier öffnet sich ein Portal und da müssen wir auch gleich rein. Will hört eine eindringliche Stimme. Will, ich habe seit langer Zeit auf dich gewartet. Ich bin Frildan, der Vernichter. Lass mich dir bei deiner Suche helfen. Mit der Zeit wirst du verstehen, was ich bin. Langsam verändert sich Wills Gestalt. Und das ist ein Feature in diesem Spiel. Man kann sich nämlich in unterschiedliche Charaktere verwandeln. Und wir sind jetzt ein großer, dunkler, böser Ritter. Der für das Gute kämpft. Naja, auf jeden Fall, der Vorteil ist jetzt, wir können zwar keine Musik mehr spielen, wir können mit R aber immer noch abwehren und Dinge an uns ranziehen,
Dafür haben wir jetzt ein großes Schwert und mit diesem großen Schwert können wir zum Beispiel an den Schalter ran. Mit Will wären wir da nicht rangekommen. Und wir machen auch mehr Schaden bei den Gegnern. Was wir jetzt allerdings nicht mehr haben, ist so ein Sprungangriff. Den brauchen wir aber unbedingt nicht mit Federn. Hier haben wir natürlich noch mal ein paar neue Gegner. Die sind jetzt auch mal ein bisschen stärker. Und hier haben wir mal ein Skelett, das seinen Kopf danach rumfliegen lässt, den wir dann separat nochmal vernichten müssen. Das ist ja, glaube ich, etwas, was sehr viele Skelette auf dem Super Nintendo getan haben. Nochmal ihren Kopf loswerden, durch die Gegend fliegen lassen. Warum auch nicht? Wenn ich das könnte, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Was ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen kann, wer jetzt an dieser Stelle am Ende des Dungeons nochmal einen Boss erwartet, der liegt da etwas falsch. Hier gibt es relativ wenig Bosse. Die haben es dafür dann teilweise doch schon ziemlich in sich. Und da man über das ganze Spiel mit den Heilkräutern irgendwie haushalten muss, ist das auch gar nicht so einfach da, ja, durch alle Bosse durchzukommen. Zumindest wenn man das Spiel noch nicht kennt. Wenn man es dann schon kennt, ist es ein bisschen einfacher. Und mit einer neuen Abwehrerhöhung gehen wir dann auch schon hier weiter. Und wenn alle Gegner vernichtet sind, kann Will wieder seine normale Gestalt annehmen. Beziehungsweise muss auch seine neue Gestalt annehmen. Und hier hinter einem Fass ist nochmal ein rotes Juwel. Und wenn man jetzt mal ins Menü geht, 7 rote Juwelen haben wir bisher. Die sollte man bis jetzt auch haben. Gut, wir kommen nochmal in den Südkap. Da könnte man also nochmal 3 Juwelen sammeln. Aber wenn man jetzt weitergeht und die Juwelen aus Edwards Schloss noch nicht hat, dann... dann kommt man auch nicht wieder zurück, um die zu holen. Und was ich jetzt gerade mache, man kann die, wenn man sie hier normal benutzt, zum Juwelier schicken. Und dann nehmen sie halt keinen Platz mehr im Inventar ein. Unser Inventar ist auch limitiert. Wir haben diese 16 Plätze, die man hier auch schon sieht. Wenn die voll sind, dann ist voll. Eins behalte ich noch. So. Und hier sehen wir... wie nennt man es, den Löwenzahnsamen oder was das eben war, der uns geholfen hat. Ich habe dich beobachtet. Wie ich kannst auch du deine Gestalt ändern. Ich bin Lilios Itori, der Pflanzengeist, ist mein Beschützer. Wie kannst du eine Melodie kennen, die nur in Itori bekannt ist? Ich lernte sie von Dola, meiner Großmutter. Sie summte sie immer, wenn sie besorgt war. Ich habe ihren Kuchen probiert. Er schmeckt sehr seltsam, findest du nicht auch? Du kennst meine Großmutter? Ja, sie bat mich, dir beizustehen, wenn du in Gefahr bist. Ja, Wahnsinn. Ich werde gerufen. Ich muss gehen. Wir werden uns wiedersehen. Will, leb wohl. Ja, und was man vielleicht an dieser Stelle auch sagen kann, wir werden später eine sehr große Partie haben, mit der wir hier... die Welt bereisen, aber all unsere Mitglieder sind nutzlos. Wir machen trotzdem alles alleine. Aber da wir das so als Ein-Mann-Armee auch alles können, geht das dann. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt wieder aus dem Kerker raus. Und wir müssen natürlich, bevor wir das Schloss verlassen, noch Kara mitnehmen. Da hat man auch keine Wahl, das muss man tun. Auch wenn es natürlich besser wäre, sie nicht mitzunehmen, weil sie doch irgendwie nervt. Okay, er ist am Pennen. Ich wusste, du kommst. Danke. Hat die Wache draußen geschlafen? Sein Spitzname ist alte Schnarchnase. Er schläft sogar im Stehen. Dein kleines Ferkel kam und... Ich habe ihn Hamlet getauft. Süß, nicht wahr? Er ist sehr schlau. Er ist irgendwie anders als andere Schweine. Bitte nimm mich mit. Ja. Und sie rennt uns hinterher.
Irgendwie habe ich mir Prinzessin retten anders vorgestellt. Oh, warte, es ist ein langer Weg. Wir sollten Nahrung mitnehmen. Kommst du mit mir in den Keller? Okay. Und hier irgendwo ist auch eine Truhe, in der... Wo ist sie denn? Genau. Hier erhalten wir eine große Jagdbeule, die auch unglaublich lange haltbar ist, aber dazu später mehr. Jetzt haben wir alles. Lass uns verschwinden, bevor die Soldaten auftauchen. Nun, die Soldaten sind hier ja überall, aber die pennen halt, ne? Endlich geht es los. Gehen wir zu deinem Haus. Ich mache mir um deine Großeltern Sorgen. Ihr eilt zu Wills Haus. Und da treffen wir uns das nächste Mal dann noch wieder. Denn für heute war es das schon. Wir haben Edwards Schloss hinter uns gelassen und werden auch bald dem Südkap für immer Lebewohl sagen. Also, bis zum nächsten Mal.